erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau? Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Spielmodus aktiviert. Wer da? Bitte lass mich kurz an den Spieler. Ich verzeihe dir, wieso? Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Yeah.
Salvo aktiviert. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden.
habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut
aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht. Lauf! 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 Ich schließe die Tür. Nur noch mal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Hier lang, hier lang! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr? Oh! Wir haben es geschafft!
Klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Nicht stehen bleiben! Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein! Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung! Das sieht gefährlich aus! Ich leuchte dir den Weg! Oh, schön gemacht! Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ich sag dir was, ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band.
anvisiert. Ziel anvisiert. Hab eine Entschuldige. Ziel anvisiert. Identifiziere dich oder ich schieße. Ich hab klar, mehr geht nicht. Antwort. Hallo. Vorlage. Hallo. Antwort. Hallo. Vorlage. Hallo. Antwort. Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Vorlage. Antwort. Ich kann nicht sehen. Vorlage. Hallo. Antwort. Hallo. Oh, klasse, du hast es geschafft. Vorlage. Mir nach, das wird dir gefallen. Antwort. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Sieh doch mal durch das Fenster. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Fertig, gehackt. Hallo? Ja, gut so. Hol den Turm raus. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Was hast du da? Was machst du? Oh, perfekt. Das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Antwort. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Das hier ist Antwort. Ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder. Aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Okay, hier lang.